Remedy ist einer meiner absoluten Lieblingsentwickler. Max Payne 2 öffnete meinem jugendlichen Ich eine völlig neue Medienwelt. Die von James McCaffrey vorgetragenen, metapherdurchtränkten Noir-Monologe gemeinsam mit der noch heute fast unerreichten Third-Person-Action machten aus Max Payne 2 ein Videospiel, das meinen Geschmack für Medien allgemein ganz wesentlich formte. 2010 wiederholte Remedy das Kunststück mit dem Action-Thriller Alan Wake, der zwar spielmechanisch deutlich weniger revolutionär daherkam als sein zu diesem Zeitpunkt bereits 7 Jahre alter Vorgänger, ihm atmosphärisch aber in nichts nachstand. Charaktere, Geschichte, Schauspiel und Szenario fusionierten zu einem Spieleuniversum, von dem ich nicht genug bekommen konnte, und in den folgenden Jahren saugte ich alles, was Remedy produzierte, auf, immer auf der Suche nach neuen Brotkrumen mit Hinweisen über den Verbleib von Alan Wake. Nach Cameos im Zeitreise-Live-Action-Experiment Quantum Break war es dann 2019 tatsächlich soweit und der federführende Remedy Creative Director Sam Lake fand mit meinem damaligen Spiel des Jahres Control einen Weg, alle ihre Spiele ganz offiziell zu einem einzigen großen Universum zusammenzuführen. Damit einher ging auch die große offizielle Rückkehr von Alan Wake selbst. Das erste Mal seit dem 2012 erschienenen Spin-off Alan Wakes American Nightmare wuchs der gequälte Autor über eine Cameo-Rolle hinaus und wurde wieder integraler Bestandteil der Geschichte samt eigenem DLC, der seine endgültige Rückkehr in Alan Wake 2 vorbereitete. Und nun ist es soweit. 13 Jahre nachdem die Cliffhanger-Zeile "It's not a lake, it's an ocean" mir das erste Mal schlaflose Nächte aufzwang, kehrt Remedy zurück nach Bright Falls. Doch Alan Wake 2 verbringt wenig Zeit damit, zurückzublicken. Statt gemütlichem Fanservice, der Altes neu aufkocht und mich begeistert schnipsend einfach nur alte Charaktere in neuer Grafikpracht wiedererkennen lässt, bietet Remedy mit Alan Wake 2 eines der originellsten Videospiele, das ich je gespielt habe. Eine Mischung aus unmöglichen Ideen, die entgegen aller Wahrscheinlichkeiten zu einer völlig einzigartigen Vision fusionieren und aus Alan Wake 2 ein genredefinierendes Meisterwerk machen. Das soll nicht bedeuten, dass Remedy für den lang erwarteten zweiten Teil alle Stärken des Vorgängers zurücklässt. Stattdessen werden sie neu verpackt. Eine der großen Alleinstellungsmerkmale von Alan Wake war das unglaubliche Gefühl für Bright Falls, das die so gruselige wie gemütliche Herbststimmung des pazifischen Nordwestens in den Vereinigten Staaten perfekt einzufangen wusste. Alan Wake 2 hebt diese Stärke auf eine völlig neue Ebene. Technik und Art Design kommen hier zusammen, um das grafisch beeindruckendste Videospiel auf den Bildschirm zu zaubern, das ich je gesehen habe. Zu verschiedenen Tageszeiten ziemlich frei durch Bright Falls laufen zu können, ist ein wahr gewordener Fantraum, eine Einlösung des Versprechens, dem Alan Wake 1 mit seinen engen Levelfluren nie wirklich gerecht werden konnte. Doch wir streifen nicht eben wie damals mit Alan Wake selbst durch das trügerische Idyll der amerikanischen Kleinstadt, denn dieser befindet sich seit nun 13 Jahren im Dark Place und versucht mit seinen literarischen Werken, die dank der Macht der Dunkelheit in und um Bright Falls zur Realität werden können, zu entkommen. Stattdessen stecken wir in den Schuhen von Saga Anderson, einer FBI-Agentin, die durch eine Reihe von rituellen Morden nach Bright Falls beordert wird. Und in den 13 Jahren hat sich einiges getan. Gebäude wurden abgerissen und neu aufgebaut, Bewohner sind verstorben oder weggezogen. Als eine der wenigen altbekannten Institutionen finden wir noch immer Kellnerin Rose im Oh Dear Diner. Die Polizeichefin Sarah Breaker hat dagegen ihren Job aufgegeben und ist nun woanders für das FBI tätig. Es ist ganz wunderbares Worldbuilding, das Bright Falls nicht etwa wie in einer Zeitkapsel einfriert, um uns nun das identische Städtchen noch einmal erleben zu lassen. Stattdessen gibt es genauso viele neue Figuren wie altbekannte und die, die wir wiedersehen, haben sich manchmal ganz schön verändert. Das alles lässt das Örtchen wahnsinnig echt und lebendig wirken. Erst recht, weil wir dank der neuen Spielstruktur nun auch noch ein deutlich besseres Gefühl für die unmittelbare Umgebung erhalten. Denn Saga darf nicht nur Bright Falls erkunden, sondern auch die Wälder um Cauldron Lake und das im ersten Teil nur sehr nebensächlich erwähnte Örtchen Watery. Was mich zum nächsten Teil von Alan Wake 2 bringt, den ich absolut liebe. Remedys Einbindung ihrer lokalen finnischen Kultur. US-amerikanische Medien dominieren unsere Kulturwahrnehmung völlig. Wir alle haben in verschiedenen Filmen, Serien und Büchern vermutlich schon so viel Zeit in New York verbracht, dass wir uns besser mit den dortigen Nachbarschaften auskennen, als in der nächst
gelegenen deutschen Großstadt. Sam Lake selbst ist das Vorzeigebeispiel dafür. Er lebte sein ganzes bisheriges Leben in Finnland und weiß doch wie kaum ein anderer, US-amerikanische Stereotype und Gewohnheiten in seinen Videospielen darzustellen und zu erzählen. Wie er selbst sagt, war sein Medienkonsum schon immer gezeichnet von US-Medien, die sein Talent für Storytelling wesentlich beeinflussten. Dass Alan Wake etwa von David Lynchs Twin Peaks inspiriert wurde, ist wohl für niemanden mehr eine Neuigkeit. Alan Wake 2 macht aber einen großen Schritt weg von der bloßen Replizierung dieser US-amerikanischen Stereotype und nutzt sie stattdessen als Form, die bis zum Rand gefüllt wird mit anderweitigen Einflüssen. Allen voran der finnischen Herkunft von Remedy und Sam Lake, der eigentlich Sami Järvi heißt. Nirgendwo wird dies besser vor Augen geführt als in Vuotari, einem kleinen, mittlerweile leicht verfallenen Städtchen, das einst von finnischen AuswanderInnen gegründet wurde und noch heute von ihnen dominiert wird. Im TV wird finnisches Bier beworben und als wir die lokale Kneipe betreten, singt dort der aus Control bekannte Charakter Arti ein finnisches Lied. Von Anfang bis Ende spielt Alan Wake 2 mit seinen finnischen Wurzeln, was perfekt personifiziert wird vom Charakter Alex Casey. Alex Casey ist Max Payne. Im ersten Teil wurde klar, dass Max Payne eine Kreation von Alan Wake selbst war, der mit dessen Geschichte zu einem international gefeierten Star-Autor wurde. Da Remedy aber nicht über die Rechte zu Max Payne verfügte, änderten sie einfach dessen Namen. Doch die Intention war offensichtlich. Und um auch ja keine Zweifel aufkommen zu lassen, wurden Ausschnitte aus den Büchern um Alex Casey im ersten Teil bereits vorgelesen von, ihr habt es erraten, James McCaffrey, dem ikonischen Sprecher von Max Payne. Alan Wake 2 schnappt sich diese Prämisse und legt noch einmal 20 Meter Ebenen oben drauf. Alex Casey ist einer der prominentesten Nebencharaktere im Spiel, aber nicht nur als fiktiver Noir-Polizist, sondern auch als im Kontext der Welt von Alan Wake real existierender FBI-Agent und Partner von Hauptcharakter Saga Anderson. Noch immer mit der Stimme von Max Payne und noch immer gespielt von Sam Lake selbst, der Max im ersten Teil von Max Payne bereits seinen ikonischen Gesichtsausdruck lieh. Es ist Fanservice und Untergrabung des Fanservice gleichzeitig. Hier ist Max Payne, aber er ist es nicht und er ist aktiv genervt davon, dass er ständig mit dieser seiner Meinung nach furchtbar geschriebenen Klischeefigur verglichen wird. An Alex Casey Movie Lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Die es gleichzeitig aber ebenso gibt. Denn während Saga in Bright Falls, Vuotari und Cauldron Lake die Morde aufzuklären versucht, spielen wir Alan Wake selbst in der anderen Hälfte der Geschichte und versuchen mit ihm aus dem Dark Place auszubrechen, der als ideales Kontrastprogramm zu der Naturidylle Washingtons die Form einer fiktiven Albtraumversion von New York annimmt. Und da trifft er schon bald ebenfalls auf Alex Casey, allerdings eben der von ihm kreierten fiktiven Version. Wobei das Wort fiktiv hier sehr vorsichtig benutzt werden muss. Saga befindet sich lediglich in Bright Falls, weil Alan Wake die Geschichte im Dark Place so schrieb. Und das gleiche gilt natürlich auch für den in Anführungszeichen echten Alex Casey. Alan Wake 2 spielt auf hervorragende Art mit dem Medium und lässt sämtliche Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Künstler und Kunst zerfließen. Sam Lake selbst ist als Autor und Schauspieler gleichermaßen zentraler Teil des Spieles. Und wer glaubt, dass die Metaebenen da aufhören, der wird schnell eines Besseren belehrt. Und so wird dann auch Alex Casey konfrontiert mit seiner tatsächlichen finnischen Herkunft. Alan Wake 2 ist eine faszinierende Analyse von künstlerischer Intention, Ursache und Effekt und der Macht des Kreativen. Das ist ein ganz schön großes Vorhaben. Wieso also nicht gleich auch noch die Grenzen zwischen verschiedenen Medienformen einreißen? Quantum Break erzählte sich teilweise über eine neben dem eigentlichen Spiel laufende Live-Action-Serie, die alle paar Stunden eine neue Folge in das Hauptspiel quetschte. Das war wenig elegant und sorgte nur dafür, dass der große qualitative Unterschied zwischen den Spiel- und Filmsequenzen noch offensichtlicher wurde. Zu einem einzigen stimmigen Kunstwerk wurden Spiel und Serie dagegen nie. Alan Wake 2 ist nun 7 Jahre später die Realisierung dieses Vorhabens. Vor allen Dingen in Alans Spielszenen sind Filmsequenzen allgegenwärtig. Mal werden sie dynamisch in die Spielwelt projiziert, mal sehen wir einfach ganze Zwischensequenzen mit echten Schauspielern. Und natürlich werden auch innerhalb der Geschichte wiederum Filme gedreht, die wir als Spieler dann ebenso zu Gesicht bekommen. Alan Wake 2 enthält neben einem ziemlich langen Videospiel auch noch mehrere Kurzfilme und verpackt diese Geschichte in den Kontext zweier Bücher, die
Alan Wake im Dark Place schreibt. So sehr wie es um die faszinierenden Charaktere geht, so sehr geht es auch um die Zusammenführung verschiedener Medien in ein großes Kunstprodukt, das zwar immer selbstreferenziell bleibt, aber nie vergisst, dass wir die Figuren und Geschichte noch immer ernst nehmen können müssen. Erzählerisch und inszenatorisch ist Alan Wake 2 also ein voller Erfolg. So ein großer Erfolg, dass ich nun 3 Skriptseiten damit verbracht habe, über diese Aspekte des Spieles zu philosophieren und mit noch keinem einzigen Wort das Gameplay erwähnt habe. Ist es so schlimm, dass ich versuche, es vor mir herzuschieben? Nee, zum Glück nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist Alan Wake 2 kein reines Actionspiel mehr, sondern lupenreiner Survival-Horror. Inspiriert scheint es dabei von den Resident Evil Remakes zu sein, ohne deren Format und Struktur aber exakt zu kopieren. Stattdessen besteht Sagas Hälfte des Spiels aus 3 separaten Gebieten, die wir nach dem ersten Freischalten relativ frei erkunden dürfen. Und das lohnt sich. Die Gebiete sind vollgestopft mit Collectibles, die allesamt einen spielerischen Nutzen haben. Wer fleißig erforscht, der hat später in den Kämpfen dank ordentlicher Munitionsvorräte deutlich weniger Probleme, mal ganz von den Waffen-Upgrades abgesehen, die die Handvoll Schießeisen teils wesentlich verändern und verbessern. Als Sahnehäubchen obendrauf werden alle Collectibles dann auch noch erzählerisch kontextualisiert und kommentiert. Wer aber nur an der Geschichte interessiert ist, darf sich auch einfach an den auf der Karte eingezeichneten Wegen halten und unmittelbar von Missionsziel zu Missionsziel rennen. Regelmäßig landet ihr dann in tatsächlich linearen Leveln, die aber Teil der größeren Welt bleiben. Remedy verlässt sich dabei insgesamt deutlich weniger aufs Kampfsystem als beim Vorgänger. Den größten Teil eurer Spielzeit verbringt ihr mit dem Erkunden der Umgebung und Lösen von unterschiedlichsten Rätseln. Gerade Alans Spielsektion ist da spannend. An einer Tafel markiert er sich automatisch die wichtigsten Locations eines Levels. Nach und nach sammeln wir neue Ideen für eine Geschichte und kombinieren dann selbstständig Idee und Location, was sie als Konsequenz ohne große Ladezeiten direkt vor unseren Augen verändert und etwa aus einem traditionellen Ballsaal den Schauplatz eines grausigen Opferrituals macht. Eine geniale Kombination aus Gameplay, Erzählung und Setting, die zwar spielerisch nie besonders anspruchsvoll wird, weil die Kombinationsmöglichkeiten immer begrenzt bleiben. Sie passt aber so hervorragend zum Spiel und bleibt technisch immer so beeindruckend, dass die fehlende Herausforderung mir nie negativ auffiel. Stattdessen hatte ich extrem viel Spaß daran, jede Location nach jeder Transformation genauestens zu untersuchen und jede kleinste Veränderung in mich aufzusaugen. Zudem gibt es sowieso schon reichlich Herausforderungen in den Kämpfen. Anstatt uns wie im ersten Teil ununterbrochen Dutzende Gegner in endlosen Wellen entgegenzuwerfen, gibt es in Alan Wake 2 deutlich weniger, dafür aber stärkere Gegner, die dann auch noch seltener auftauchen. Das baut einerseits wunderbar die Atmosphäre auf. Teilweise attackiert 10, 15, 20 Minuten lang kein einziger Taken, aber die Level und ihre Soundkulisse sind so bedrohlich, dass man nie weiß, wie lange das noch so bleibt. Andererseits sind die Kämpfe dann auch spielerisch wunderbar intensiv. Wie im ersten Teil auch, müssen wir zunächst das Schild der Gegner mit unserer Taschenlampe wegbrennen, bevor wir mit Gewehr, Pistole, Schrotflinte oder Armbrust auf sie draufballern dürfen. Headshots und Treffer von leuchtenden Schwachpunkten machen besonders viel Schaden. Dank eines Dodge-Buttons haben die Schießereien sogar eine angenehm hohe Dynamik. Wenn ein Taken uns aber tatsächlich trifft, dann macht er auch richtig Schaden. Und dank der limitierten Ressourcen will jeder Schuss gut gezielt sein. Insbesondere das hervorragende Trefferfeedback hilft dabei, dass sich jeder abgegebene Schuss aus der Schrotflinte mächtig und wertvoll anfühlt. Die herumfliegenden Feinde tun ihr Übriges. Wer dagegen in Ruhe die Geschichte genießen will, der darf im Story-Schwierigkeitsgrad die spielerischen Aspekte des Survival-Horror-Genres größtenteils ignorieren. Schwieriger wird das bei den unablässigen Jumpscares. Immer wieder schneidet Alan Wake 2 zu den schreienden Gesichtern der nun bösartigen Opfer der Dunkelheit, begleitet von einem lauten Soundeffekt. Meiner Meinung nach passt das wunderbar zur Atmosphäre des Spiels. Mit gigantischen Lettern und einem begleitenden Knall wird jedes neue Kapitel eingeführt. In jeder Sekunde ist Alan Wake 2 zutiefst maximalistisch, sei es nun bei der Grafik, Inszenierung oder dem Writing. Ein Vorhaben, das bereits mit dem ursprünglichen Teaser-Trailer angekündigt und nun konsequent umgesetzt wurde. This story is a monster. And monsters wear many faces.
Die laut schreienden Gesichter machten bei mir deshalb nie den Eindruck eines billigen Jumpscares, einer plötzlich ins Bild rennenden Katze in einem ansonsten langweiligen Horrorfilm. Sie sind für mich ein kleiner Stein im großen Atmosphäre-Mosaik, das Alan Wake 2 so zielsicher zusammensetzt. Nichtsdestotrotz wird das vielen SpielerInnen anders gehen und eine Option, sie entweder völlig auszustellen oder zumindest stumm zu schalten, würde der großartigen Stimmung des Spiels kaum schaden. Ganz im Gegensatz zu der deutschen Lokalisierung. Ich habe Alan Wake 2 vor Release auf dem PC auf Englisch durchgespielt und nach der Veröffentlichung dann noch einmal auf der Xbox Series X auf Deutsch. Mit einer Ausnahme sind die deutschen Stimmen der Hauptfiguren überraschend gut gewählt. Nichts kann für mich je an den unglaublich ikonischen Stimmen von Alan Wake und Max Payne herankommen, die deutschen Sprecher dieser Figuren sind aber verdammt gut gecastet und kommen immerhin ziemlich nah dran. Ich brauche noch eine Minute. Cauldron Lake. Ich dachte, ich würde nie hierher zurückkehren. Lassen Sie sich Zeit, doch Sie sollten wissen, dass der Wald gefährlich ist. Die Ausnahme ist leider ausgerechnet Hauptcharakter Saga Anderson, die in der deutschen Version spricht, als wäre sie einem Benjamin-Blümchen-Hörspiel entsprungen. Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama, die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Sie scheint konstant mit einem süffisant unbeschwerten Lächeln zu reden, was in Kombination mit der Atmosphäre des restlichen Spiels denkbar unpassend daherkommt. So richtig schlimm ist das im Endeffekt aber nicht, weil auch mit einer perfekt gesprochenen Saga die deutsche Version ein unerträgliches Desaster wäre. Eigentlich wollte ich nur kurz im ersten Kapitel reingucken, aber die Dialoge waren so voller Übersetzungsfehler, dass ich mich stattdessen dazu entschloss, das ganze Spiel noch einmal auf Deutsch durchzuspielen. Die Untertitel behielt ich auf Englisch, damit ich ganz unmittelbar die Übersetzung überprüfen konnte. Häufig ist die einfach nur seltsam steif, immer wieder im Kontext unpassend, aber manchmal auch ganz schlicht und ergreifend falsch. Hier ein paar Beispiele. In dieser Szene sagt Saga im Original "I'm set for coffee" und meint damit, dass sie schon einen Kaffee hatte und keinen weiteren will. Im Deutschen sagt sie das genaue Gegenteil, was es sehr seltsam macht, dass dann nur ihr Partner Casey einen Kaffee bekommt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Als wir einen Tatort verlassen, an dem einige Polizistenleichen völlig blutüberströmt zurückgelassen wurden, informiert Saga im Original die anderen Polizisten mit dem Kommentar "There are officers down" und untertreibt im Deutschen dagegen richtig ordentlich. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. I'm getting my bearings wäre richtig übersetzt mit so etwas wie "Ich orientiere mich gerade noch", wurde im Deutschen aber scheinbar mit "I'm getting my belongings" vertauscht. Haben Sie die Stadt erkundet, Anderson? Ich hole nur meine Sachen. Saga erzählt hier, dass ihre Tochter Logan in Virginia geblieben ist. "Back in Virginia" wird in der deutschen Version aber fehlinterpretiert, sodass Saga stattdessen sagt, dass Logan nach Virginia zurückgekehrt sei. Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein. In diesem Monolog spricht Alex Casey in der allgemeinen Form im Konjunktiv über sich selbst und philosophiert darüber, wie die Stadt einem wehtun kann, wenn man nicht aufpasst, so wie man es eben von Max Payne kennt. In der deutschen Version dagegen erzählt er eine konkrete Geschichte über eine unbekannte Gruppe von Menschen, denen all das tatsächlich angetan wurde. Die Stadt war ein Monster, das sich auf sie stürzte, als sie unvorsichtig wurden. Sie dachten, sie hätten sie im Griff und wüssten, was sie tun. Ein fataler Fehler. Es sei denn, sie hatten Glück. Hier wird's besonders spannend, weil gleich zwei blödsinnige Dinge passieren. Zunächst einmal siezen sich hier zwei Brüder und dann wird "fuck off", was hier für ein neckendes "halt die Klappe" oder "halt's Maul" steht, auch noch völlig unpassend mit "verpiss dich" übersetzt. Außerdem schlägt sich Jaco wirklich hervorragend vor der Kamera. Verpissen Sie sich. Allgemein ist das Siezen und Duzen eine Katastrophe. Freunde aus Kindestagen siezen sich genauso wie Brüder. Teilweise wechseln Figuren die Höflichkeitsformen auch einfach hin und her. Das waren jetzt nur eine Handvoll Beispiele. Ich habe aber noch ein Dutzend mehr in meinen Notizen. Die konstanten Fehlübersetzungen, die ganz grundsätzlich die Bedeutung der Dialoge verändern und zu Unsinn werden lassen, haben sich von Anfang bis Ende durch das Spiel gezogen. Dazu kommen zahllose technische Fehler, dank denen auch mit der deutschen Sprachausgabe Charaktere
plötzlich Englisch reden. Einmal schob Alan Wake in meinem Playthrough sogar einfach einen Satz auf Japanisch dazwischen. Die Station hatte sich verändert. Ich war jetzt näher dran. Aber das war es immer noch nicht. Denn selbst wenn die Übersetzung keine Katastrophe und einer der Hauptcharaktere nicht mies vertont wäre und die Sprache nicht ständig hin und her wechseln würde, dann würde die Dialogregie trotzdem dazu führen, dass ich die deutsche Version niemandem je empfehlen könnte. Das fängt mit dem Clip an, den ihr ganz zu Anfang gehört habt, wo das Kind von Saga Anderson spricht, wie noch nie ein Kind geredet hat. Ach du meine Güte! Ja, so reden deutsche Kinder. Und ich habe ja bereits erwähnt, wie wichtig die finnische Kultur für viele Charaktere in diesem Spiel ist. Dazu gehört auch ihre Sprechweise. Der bereits erwähnte Charakter Arti spricht im englischen Original nicht nur mit einem sehr krassen finnischen Akzent, sondern nutzt zu einem wesentlichen Teil direkt finnische Worte in seinen Dialogen, die für mich dann unverständlich bleiben und auch sein sollen. Es ist einer der tollsten Charaktere im ganzen Spiel, völlig einzigartig und seltsam. Seine Dialoge und Sprechweise sind ganz wichtig für die ganze Atmosphäre des Spiels und den Szenen, in denen er vorkommt. Ja, aber da kann man A man, but a man with a tool makes two, Tom. Agreed. And a man with a tool can build his own exit. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. In der deutschen Version wurden alle finnischen Worte konsequent rausgelöscht. Und von seinem starken finnischen Akzent ist nichts übrig geblieben, außer einem gerollten R. Ansonsten spricht die Figur nun einfach Hochdeutsch. Das gilt für alle Figuren in diesem Spiel. Als ich etwa auf einen Russen treffe, hört sich der im englischen Original so an. Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Huch, ist das etwa ein Akzent? Etwas, was seiner Stimme Charakter gibt und uns ganz nebenbei auch später dabei hilft, die Figur anhand von Beschreibungen zu identifizieren? Nein, das darf nicht sein. Und deswegen hört er sich in der deutschen Version dann so an. Ah, lange nicht gesehen, Miss Anderson. Thor und Odin sind nicht hier. Die alten Gauner schleichen sich immer davon. Ich lege hier so viel Wert auf diesen Punkt, weil die deutsche Version wesentliche Aspekte des Spieles, das Storytelling, die Atmosphäre und die Präsentation extrem negativ beeinflusst. Offensichtlich mussten die Übersetzer völlig ohne Kontext arbeiten und die verantwortlichen Dialogregisseure hatten wenig Interesse daran, die künstlerische Vision des Originals beizubehalten und umzusetzen. Die zahllosen Fehler und technischen Probleme setzen dem ganzen Debakel dann noch die Krone auf. Im Optionsmenü könnt ihr die Sprache der Sprachausgabe und Untertitel separat voneinander einstellen. Wenn euer Englisch nicht so gut ist, empfehle ich euch zur englischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln zu greifen. Auch dann leidet ihr aber unter den zahllosen Übersetzungsfehlern. Ich empfehle also dringend in beiden Fällen die englische Originalversion und bin vollends bestürzt darüber, mit wie wenig Respekt und Sorgfalt die Arbeit von Remedy in der deutschen Spielversion untergraben wurde. Ach du meine Güte, Mama. Auch in der englischen Version gibt's aber leider ein paar Probleme. Alan Wake 2 hätte ganz offensichtlich noch 2-3 Monate Feinschliff vertragen können. Denn leider traf ich in meinem Spieldurchlauf auf nicht eben wenige Bugs. Auf der Xbox startete das Spiel ohne Sound, auf dem PC ging regelmäßig das Caseboard kaputt, an dem ich als Saga manuell Hinweise einzelnen Fällen zuordne, was hier so etwas wie das Questlog darstellt. In beiden Fällen half nur ein Neustart. Ein Progression-Blocker am Ende des Spiels sorgte dagegen dafür, dass ich Remedy selbst um Hilfe bitten musste. Nur dank dem von ihnen zugesandten Safe Game konnte ich das Spiel überhaupt durchspielen. Immerhin, der entsprechende Bug soll mittlerweile gefixt sein. Bei der Performance gibt's aber nichts zu meckern für mich. Die PC-Version ist lange nicht so anspruchsvoll wie vor Release befürchtet. Mit der Laptop-Version einer GeForce 3070, die deutlich schwächer ist als eine normale GeForce 3070, und einer AMD Ryzen 7 6800 CPU konnte ich das Spiel mit guter Performance und ohne Raytracing auf mittleren bis hohen Einstellungen spielen. Auf der Xbox wählte ich den deutlich hübscheren Quality Mode. Wer will, darf aber auch für 60 FPS den Performance Mode auswählen. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Alan Wake 2 ist eine Offenbarung.
die Realisierung einer Vision, an der Sam Lake in verschiedenen Iterationen nun schon seit über einer Dekade arbeitete. Es ist die Zusammenführung von verschiedensten kreativen Einflüssen zu einem Multimedia-Meisterwerk, das es in dieser Form bisher noch nie gegeben hat. Ideen, die man sonst nur in völlig zügellosen Indie-Projekten ohne zu befriedigende Geldgeber-Hintergrund erwartet, werden kombiniert mit den bestmöglichen Produktionswerten und machen aus Alan Wake 2 ein gnadenlos ambitioniertes, visionäres, singuläres Kunstwerk, das sich für mich nicht nur zwischen den Klassikern des Horrorgenres einreiht, sondern des ganzen Videospielmediums. Max Payne 2 definierte für mich die Grenzen der Videospiele neu. Und nun, 20 Jahre später, schafft Remedy dieses Kunststück mit Alan Wake 2 erneut.